Hallo und herzlich willkommen zurück bei Thief. Fokuspunkt erhalten. Aha, spende der Königin der Bettler Gold, um Fokuspunkte zu erhalten. Verwende diese, um deine Fokusfähigkeiten zu verbessern. Aha. Ja. Geh zur alten Gießerei. Ja, Moment. Was gibt es denn so für Fokus-Upgrades? Ah, guck mal an. Intuition. Entfernte Elemente in der Umgebung werden hervorgehoben. Beute und interaktive Objekte sind blau. Bedrohung und andere gefährliche Elemente sind rot. Versteckte Beute und Sammlerstücke aufzuspüren. Handabdrücke zeigen den Weg. Okay. Was haben wir sonst noch so Schönes? Also Intuition, den ersten Punkt haben wir schon. Das ist, wenn man die Fokussicht aktiviert. Fähigkeit, arglosen Personen schnell mehrere Objekte zu stehlen. Das hört sich eigentlich gar nicht schlecht an. Geräusche von Gefahren in unmittelbarer Umgebung visuell zu orten. Fähigkeit, Gegner mit einem einzigen Schlag zu betäuben. Visiere dazu mit aktiver Fokussicht den Torso des Gegners an. Ja, aber so viel Fokussicht hat man irgendwie nicht. Die würde ich eher dazu benutzen, meine Beute zu sehen. Beschleunigt deine Aktion im Kampf. Beim Zielen und beim Schlösserknacken leicht, denn die Welt um dich herum verlangsamt wird. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Letztes Mal bin ich entdeckt, wo ich so ein bisschen Panik gekriegt habe. Oh, reduziert die Verbrauchsrate von Fokusenergie leicht. Das könnte auch ganz wichtig sein. Während man Fokus benutzt, leiser bewegen. Hm. Ja. Ist mit Effizienz wahrscheinlich ganz gut. Moment, 8 Fokus-Upgrades verfügbar? Aber wir haben nur, nee, Moment, aber wir haben nur einen Fokuspunkt. Okay, okay. Joa. Geschicklichkeit, dazu müssen wir aber auch wieder Fokus einsetzen. Aber das nehmen wir mal. Ich habe bisher noch nicht so viele Leute beklaut. Ich glaube, 1 oder 2. Aber da muss ich das in Zukunft mal öfter machen. Wie viel Geld möchte die Tante, die mal wieder in Rätseln spricht, denn von mir haben? Aber die hat unseren Fokus wieder voll gemacht. Das finde ich eigentlich ganz gut. Können wir mal... Was soll ich nochmal die Taste zum Essen? War es nicht H? Ah ja. Staub zu Staub. Möchtest du dieses Kapitel beginnen? Ja. Die Stadt ist krank und wir sollen ihr zuhören. Okay. Das ist nicht mehr die Stadt, die ich kenne. Ich erinnere mich an den Unfall auf Northcrest Manor, als wäre es gestern gewesen. Das Ritual, der Diebstahl, der Kralle, Aarons Sturz, ihr Tod. Das werde ich nie vergessen. Doch nun hängt Krankheit in der Luft und auf den Straßen herrscht der Tod. Meine Herren... Wir haben den ganzen Tag Leichen geschleppt. Wir würden gern fertig werden. Hast du diese faule Kanalratte gehört? Seid froh, dass ihr den Karren zieht und nicht selbst drauf liegt. Ja, super. Von Karren habe ich genug. Ich finde einen anderen Weg. Staub zu Staub. Verschaffe dir Zutritt zur Gießerei. Okay, hier könnten wir runter. Können wir denn nicht noch weiter auf den Dächern bleiben? Nö. Das Leben nicht wirklich mehr zu bieten. Wir müssen hier runter. Runter springen, Seil ergreifen. Ja, Seil ergreifen natürlich. Weiter hoch bringt uns natürlich nichts. Wenigstens die Toten machen keinen Ärger. Dann werden wir mal gucken, ob wir da hinkommen. Müssen wir jetzt da die Leiter hoch? Moment, hier gibt es doch bestimmt einen alternativen Weg. Oder auch nicht. Doch, kommen wir da... Nee, da um die Ecke kommen wir nicht, oder? Ich meine, hier runter müssen wir sowieso kommen. Leise, leise. Vater hat immer gesagt, ich würde in der Fabrik enden.
Na, hier kommen wir nicht hoch. Doch, hier kommen wir wohl hoch. Schraubenschlüssel benötigt. Nein, verdammt. Okay, also das ist das Goodie, was ich mir wohl als nächstes kaufen muss. Damit macht man wohl ja, solche Alternativwege auf. Gut zu wissen, dass ich damit nicht nur solche Platten abschraube. Diese maskierten Quacksalber wollten diesen Posten nicht. Hallo! Du siehst mich nicht. Noch nicht. Ja, da müssen wir ja die Leiter hoch. Warum sind diese Stiefel so eng? Ah, wir sind schön noch im Dunkeln. Die Lampe, da können wir nicht ausmachen. Für einen Kaffee. Das nennen die Arbeit? Sieh zu, dass der Köter nicht kläfft und weckt mich nach der Schicht, verstanden? Wie kannst du an Köter? So einem Ort schlafen? Und der General ist auch hier. Knirscht mit den Zähnen und seinem verdammten Bein. Sieh zu und lerne. Ach, sieh zu und lerne. Da ist ein Hund. Ich schätze, der Hund ist aufmerksamer als sein Herrchen. Oh. Diese verdammte Stadt. Ah, die beiden haben sich getrennt. Das ist ganz gut. Ach, stell dich nicht so an. Ah, guck mal lieber nach dem Hundchen. Der Kollege hat sich zum Schlafen hingelegt. Das ist euch ganz gut. Wenigstens machen die Toten keinen Ärger. Hier ist mal deine Geldbörse her. Wo geht der Kollege denn jetzt rum? Mein Biergeld geht schon wieder für Arzneien flöten. Alles klar. Du schläfst ja wohl hoffentlich weiter, mein Freund. Süße Träume wünsche ich dir. Währenddessen muss ich hier mal eben dein Schloss knacken. Oh, zwei Erstickungspfeile. Diese maskierten Quacksalber wollten diesen Posten nicht. So, jetzt werde ich so lange warten, bis er hier nochmal auftaucht und dann zurückgeht. Da ist er. Ich könnte den jetzt auch mit einem Pfeil töten, aber das wäre irgendwie witzlos. Der Bram meinte, er hätte gelesen, man kommt durchs ganze Spiel ohne auch nur einen Kampf. Wenn man natürlich nicht entdeckt wird. Ich denke, da muss man das Spiel aber wahrscheinlich einzige, sehr, sehr langsam spielen. Der hier arbeitet, natürlich. Ist der Ofen. Ich will jetzt nicht versuchen, die Wache zu beklauen. Wie kommen wir denn da rüber? Verdammt. Nein, nein, nein. Erstmal die Lampe da ausmachen. Oh oh. Diese verdammte Stadt. Was kommt als nächstes? So nicht, mein Freund. Der hätte uns fast entdeckt. Na komm, nimm den mit. Puh, wir müssen nicht unbedingt entdeckt werden. Setzen wir den hier mal ab. Bombs. Was jetzt mal, wir müssen das Tor hier knacken. Genau, da hätte ich nämlich nicht genug Zeit für gehabt. Wenn der Kollege hier noch rumgelaufen wäre.
Naja, der wird jetzt ein bisschen länger schlafen als der Kollege. Dann gehen wir mal rein. Die Tür wieder zu. So, hier war ja niemand. Da blinkt was. Blinken ist immer gut. Oh, ein Zahnrad. Wuhu! Ah, dann wäre man hier rausgekommen. Okay. Sehr gut. Das heißt, mit dem Schraubenschlüssel kann man eine ganze Menge umgehen. Das werde ich mir merken. Kann man da aufs Dach? Nee. Wieso kann ich denn die Kisten hier hochklettern? Aber dieser Ascheregen erinnert mich eher an ein Horrorspiel. War sehr, sehr düster. Hallöchen. Was haben wir denn hier? Join the watch. Protect your what? Your wheels? Naja. Da ist die Gießerei. Sonst haben wir aber nichts, oder? Können wir hier irgendwo anders noch rein? Sind hier Leute? Nee. Was leuchtet denn da so geiles? Garrett. Alles klar. Bin ich krank? Was war das denn? Jetzt haben wir Visionen. Halte Chat, schon beobachten. Ja, ich habe das leuchtende Ding schon gesehen. Ja, damit können wir nur ein bisschen zoomen. Was haben wir denn da? Eine weiße Rose. Oder was ist das? Amon! Ah ja, okay. Fokusenergie ist das. Sehr gut. Wie oft Mond haben wir denn? Zweimal? Nee, dreimal sogar. Und diverse Pfeile. Mein Gott, wir haben ein ganzes Arsenal dabei. Und Flaschen. Na, gehen wir mal in die Gießerei. Oh, Third Person. Guck mal an. Ah, hier gibt es dann auch so Klitterdinger. Ich hoffe, hier kann man nicht runterfallen. Ah, und nu? Noch eine Lieferung für den Schrottplatz. Der General will, dass wir alles vor der letzten Glocke durchsehen. Sieh dir das an. Ein Adeliger zwischen dem Abschaum. Was der wohl dabei hat. Nicht hier draußen, Spatzenhirn. Wir haben ihn ganz vorsichtig gefahren. Ihr behandelt ihn doch mit Respekt, nicht wahr? Respekt, klar. Stellt den Karren drinnen ab und verschwindet nach Hause. Ab jetzt übernehmen wir. Da bin ich ja mal gespannt, was die mit den Schwermutopfern da so treiben. Gehen wir mal gucken. Hui. Was haben wir denn hier? Achso, Dutzend und. Ein Labyrinth aus Lüftungsschächten. Ich bin sicher, ich hab's eingesteckt. Mist, das finde ich hier nie wieder. Ja, hallo. Puppen. Wunderschönen guten Tag. Ich bin hier, um eine Leiche zu finden. Aber Puppen?
So, das Geld haben wir natürlich automatisch aufgenommen mit der Leiche. Deswegen gab es gerade auch ein bisschen Plus. Was sollte die Frage... Ach, ob wir den hier liegen lassen können. Da ich die Umgebung noch nicht kenne. Gehen wir erstmal gucken. Puppen? Das ist echt seltsam. Na, guck mal an. Erstmal was zu essen. Das hörte sich so an, als wäre hier jemand drin. Aber hier können wir gar nicht raus. Wo kommen wir denn? Moment mal, wir müssen nach... Wir müssen nach unten. Okay, dann gehen wir erstmal oben lang. Ich glaube, da ist sowieso schon Feierabend. Oder? Normal können wir doch auf die Kiste klettern. Ja. Oder auch nicht. Ich habe Angst. Hallo? Irgendjemand hier? Scheinbar nicht. Sind wir etwa allein? Mal kurz ein bisschen hören. Ich höre keine Schritte. Wir sollten wirklich alleine sein. Auch hier in der Ecke versteckt sich keiner, ne? Nee. Guck mal an. Wieso haben die denn so Puppendinger in solchen... Achso, das ist... Ich dachte, das wäre abgeschlossen. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Lupe! Und ein Zahnrad. Sehr gut. Was haben wir denn hier alles Schönes? Erstmal den Schreibtisch durchsuchen. Und eine Geldbörse... Und nix. Hammer. Kerzenhalter. Was ist das denn? Ach, vergoldetes Mikroskop. Geil. Das mit den Puppen verstehe ich noch nicht so ganz. Schnell mal gucken, ob wir was übersehen haben. Ne. Sehr gut, dann kommen wir jetzt nach unten. Dann brauchen wir die Wache doch nicht umlegen, das ist echt super. Na, Heizung. Ich denke mal hier in der Gießerei. What the fuck? Schwein. Aber besser du als ich. Die rote Jenny ruft. Und der Gaul, auf dem sie geritten ist. Hier sieht's ja aus wie in einem Schlachthaus. Ja, eben. Der arme alte Cornelius ist wohl schon auf dem Band. Ich muss wohl am Fließband arbeiten, um Cornelius zu finden. Folge dem Weg der Toten. Hake dich in das Fließband ein. Was zur Hölle machen die mit den Leuten? Das ist ja seltsam. Nehmen wir die Treppe. Erstmal gucken, was hier unten so alles ist. Eine Tür. Ne, wir benutzen keine Türen. Aber vielleicht ist unter der Treppe was. Haha, ein Flachmann. So. Gehen wir jetzt hier raus oder hier? Ist das egal? Schwermut selbst. 100 Krähen auf jedem Kadaver, sag ich dir. Und die fliegen. Ach ja?
Geil. Uns hat sie gesagt, wir sollen sie auf offener Straße verbrennen. Aber als dabei das Haus des Kerzenziehers in Rauch aufging, da mussten sie es verbieten. Das Problem ist, wie ich hier wieder hochkomme. Hallo. Wenn ihr beiden fürs Dummschwätzen bezahlt würdet, werdet ihr stinkreich. Haltet die Klappe, ja? Nice. Wo gehst du denn hier, mein Freund? Wenn ich die Lampe da ausschieße, wird er sofort wieder hingehen und die anmachen. Wo ist der denn jetzt hingelaufen? Da ist er. So müde. Den werden wir hier oben auf jeden Fall K.O. schlagen. Wenn der nochmal vorbeikommen sollte. Das sollte ja eigentlich gleich passieren. Zwei Wachen da unten haben sich getrennt. Der eine ist jetzt hier. Oh, da steht er aber sehr günstig. Wobei, nee, da oben ist Licht. Wärst du lieber auf der Straße zusammen mit diesem hustenden Gesinde? Ah, Jungens, mach doch mal. Ich kann nicht ewig auf dich warten. Na, also, geht doch. Pflichtverweigerung. Der sieht aber hübsch aus mit den Federn in seinem Helm. Jetzt müssen wir schnell sein. Diese verdammte Stadt. Können wir das hier nicht aufmachen? Ach ne, das ist nur so eine Toolbox. Okay. So, da der Kollege hier oben weg ist, das ist schon mal richtig gut. Die Straßen sind so ruhig. Jetzt haben wir noch zwei Leute. Zumindest in dem Raum hier. Na, gucken wir mal, was hier oben noch so ist. Mir tut der Rücken weh. Oh, Schallenrücken. Nix drin. Ein Zahnrad. Sehr schön. Ansonsten ist hier echt nur Plunder. Oh, Fackel. Fackel nix gut. Aber hier sollte eigentlich... Hier sollte uns keiner sehen können. Einhaken werde ich mich hier noch nicht. Ich werde gleich nochmal nach unten gehen. Tischglocke, jawohl. Was haben wir denn hier? Ein neues Dokument. Da gucken wir doch mal eben rein. Glasscherben. Ich will keine Beschwerden mehr über Glasscherben auf dem Boden einiger Bereiche hören. Stiefelleder ist teuer, also geht außen herum oder macht sauber. Eure Karriere in der barönlichen Wache wird verdammt kurz ausfallen, wenn ihr nicht einmal in der Lage seid zu schauen, wo ihr hintretet. Für eure Uniform einschließlich der Stiefel seid ihr selbst verantwortlich. Und ihr könnt sicher sein, dass ein Dutzend Männer nur darauf wartet, eure Stelle einzunehmen. Hauptmann Shaw. Oder ich spreche mir, ja, ich denke mal, so spricht man aus. Können die sich bei der Wache nicht mal ein paar vernünftige Schuhe leisten? Spät. Ja, gucken wir doch mal. Wo waren die Leute denn? Da hinten? Er steht eigentlich gar nicht schlecht. So, und er... Den können wir da aus der Ecke doch eigentlich total gut erwarten. Wenn es da wirklich dunkel sein sollte. Jetzt. Ducken, 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 nicht aufstehen. Überall Ratten. Was hier ist passiert? Die Musik ist weg. Hammer, ein 2 Goldmesser. Dafür haben wir den jetzt K.O. knüppelt. Sehr schön.
So, ich will den da noch wegmachen, dann können wir uns... Wow. Wenigstens machen die Toten keinen Ärger. Wieso ist denn hier wieder hell? Hallo? Hallo? Ich hoffe mal, hier steht nicht noch irgendwo eine Wache, die ganze Zeit die Schnauze hält. Für Arzneien flöten. Und tschüss. Ich meine, da wir die K.O. schlagen, das wird ja wohl okay sein, ne? Da könnten wir schon wieder abkürzen. Okay, man scheint wirklich diesen Schraubschlüssel zu brauchen. Beklaut haben wir den. Dann dürfen wir uns jetzt hier eigentlich mal umsehen können. Hier wird wahrscheinlich die gleiche Meldung dran... Oh ne, Leichentransport, das hätte ich doch mal... Setzt das Fließband effektiv ein. Die Leichen müssen vor dem Einschalten sicher an den Haken hängen. Am besten geht das durch die Rippen. Ihr dürft nicht zimperlich sein. Der nächste Tollpatsch, dem eine Leiche runterfällt, kriegt selber einen Haken. Rex, geil. Oh, der tropft noch. Moment mal, hat er sich gerade bewegt? Wieso kann ich denn... Das sieht mir aber nicht nach den Rippen aus. Der ist am Genick aufgehangen. Uah. Ist das eklig? Aber hier gucken wir nochmal rein. Was haben wir denn da? Irgendjemand drin? Ich hoffe nicht. Ach, da war das schon. Und weiter. Ah, hier ist nochmal Nahrung. Erstmal Kerze ausmachen. Mehr nicht. Ach so, wir laufen jetzt gerade unten rum sozusagen. Okay, nee. Da kommen wir nicht durch. Das warte ich hier schon. Gucken wir mal da runter. Ob hier nur einer ist? Eigentlich dürfte ja hier keiner mehr sein. Ich habe keinen mehr gehört. Trotzdem mal ein bisschen vorsichtig sein. Da blinken noch Sachen. Schon wieder Nahrung. Wie viel können wir denn davon mitnehmen? Oh, wir haben schon 5, okay. Ah, und hier ist der alternative Weg. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Das Spiel haut gerade mit dem Hammer auf meine Finger, um zu sagen, ne, hol dir einen Schraubenschlüssel. Was haben wir hier noch Schönes? Eine Geldbörse. Ja, ich würde sagen, da haben wir hier doch alles mitgenommen aus dem Raum. Oder? War hinten noch was? Eine Ecke. Da können wir uns noch drin verstecken. Hier haben wir noch so ein Fläschchen. Ja, guck mal an. Ajibeja. Gehen wir auch nochmal hoch. Aber wieso hängen hier auch Puppen dran? Wollen hier die Puppen... Hä? Die werden irgendeinen Quatsch mit der Magie machen. Naja. Wir hängen uns jetzt mal an den Haken. Gucken, was da passiert. Wobei... Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Und zwar morgen. Um 15:30 Uhr. Bei Thief. Tschüss.